Hallo lieber Widder und willkommen zu deiner Tarotkartenlegung für die Zeit des rückläufigen Merkur. Und die Rückläufigkeit besteht vom 2. bis 25. April. Ich bin Daniela von Sonne, Sand, Meer Tarot. Das ist wie immer eine allgemeine Legung. Ich gebe keine persönlichen Ratschläge, es passt nicht für jeden. Und du darfst dich von dem, was dich anspricht, inspirieren lassen und den Rest in das beiseite. Ja, und der Merkur an sich ist ein Planet der Kommunikation, der ist dreimal im Jahr für etwa 3 Wochen rückläufig, richtet dann immer eine Menge Chaos an, es kann leicht zu Missverständnissen kommen, die Technik spinnt manchmal, oft gehen auch Pakete verloren und diese Phase wird oft als anstrengend erlebt, kann aber auch viele Segnungen für uns bereithalten und in dieser Legung schauen wir eben auf das Potenzial dieser Rückläufigkeitsphase des Merkur für den Widder. Dieser erste Bereich hier, der ist am stärksten von der Rückläufigkeit betroffen und wir haben hier den Ritter der Kelche. Das heißt, bei dir ist der Bereich der Beziehungen am meisten betroffen, auch der Bereich wirklich der Seelenpartnerschaften, der Seelenbeziehungen, ja. Es kann also sein, dass hier irgendein Mensch zu dir zurückkommt, aus der Vergangenheit, ja, der, mit dem einfach so das letzte Wort noch nicht geschwätzt ist, wie man so schön sagt, ja, wo es einfach noch irgendetwas zu regeln gibt. Möglicherweise gibt es auch eine gemeinsame Zukunft, ja, es ist aber beim rückläufigen Merkur nicht wirklich davon auszugehen, dass dem so ist. Also wir sind in einer allgemeinen Legung und es ist bestimmt in dem einen Fall so und in einem anderen Fall anders. Wir haben hier noch die 4 der Luft, ja. Und die 4 der Luft ist immer die Karte der Waffenruhe, ja. Was eben sagt, es ist gerade so okay, aber wir haben noch keinen tiefgründigen Frieden gefunden. Von dem her würde ich sagen, dass es in dieser Phase für dich darum geht, mit irgendeinem Menschen, der auf Seelenebene bedeutsam ist für dich, dauerhaft in den Frieden zu kommen und wirklich so aus diesem Waffenstillstand, aus dieser Waffenruhe, ja, einfach die Dinge zu bereinigen, die Dinge nochmal auszusprechen, um dann eben in tiefem Frieden jeder seines Weges zu gehen. Wie gesagt, es kann auch immer mal sein, dass ein Mensch, der wichtig ist, zurückkommt und bleibt. Ich würde da aber beim rückläufigen Merkur nicht primär davon ausgehen. Ja, und ich habe hier eben auch so das Begehren. Ja, also irgendetwas tut sich hier, möglicherweise im Bereich der Liebe, vielleicht aber auch einfach im Bereich der Freundschaft, der Seelenfamilie. Ja, es gibt ja viele Menschen, die für uns und unseren Seelenweg in irgendeiner Form auch eine Bedeutung haben. Wir schauen in den zweiten Bereich. Das ist etwas, was überdacht werden und neu bewertet werden darf. Das betrifft eben auch oft unsere Beziehungen, aber auch die Karriere, unser persönliches Wachstum und das gibt uns einfach immer die Gelegenheit, auch Entscheidungen zu überdenken, Anpassungen vorzunehmen und uns auf unsere Wünsche auszurichten. Und hier geht es einfach so um diese siegreiche Energie. Hier geht es im Prinzip darum, dass du das erreichst, was du erreichen willst. Ja? Und von dem her ist hier die Frage, bist du auf dem richtigen Weg? Tust du die richtigen Dinge, um wirklich die Ergebnisse zu erzielen, die du dir wünschst? Oder möchtest du eventuell Anpassungen vornehmen? Und ich sehe, dass dir hier in Bezug auf dein Leben irgendetwas auch Kummer macht, irgendetwas Kopfzerbrechen macht. Ja, von dem her gibt dir diese Rückläufigkeitsphase auch einfach die Möglichkeit, hier nochmal Dinge gerade zu biegen, Sachen auszubügeln, ja, vielleicht nochmal einen neuen Anlauf zu nehmen, ja, um irgendetwas zu schaffen, damit du eben am Ende auch siegreich dastehst und sich die Dinge so entwickeln, wie du dir das gerne wünschst. Und die Karten sagen, glaube an das Unmögliche. Ja, glaube daran, dass du wirklich Erfolg haben kannst mit deinen Absichten, auch wenn es möglicherweise unmöglich erscheint.
Wir schauen in die dritte Position und das ist ein Bereich, der neu organisiert werden darf. Es ist immer so ein günstiger Zeitpunkt, unvollendete Projekte fertigzustellen, auch Gedankenpläne und Umgebung neu zu ordnen. Und es geht hier einfach in eine neue Zeit, in ein neues Lebensgefühl. Und von dem her ist dieser rückläufige Merkur auch ein guter Zeitpunkt, mit allem abzuschließen und alles loszuwerden, was du nicht mitnehmen willst, in dein neues Sein, ja, in das, was kommt, in deine Zukunft. Wir haben hier die Vier des Wassers und die Vier des Wassers zeigt uns immer Dinge an, die uns zu viel sind, deren wir auch überdrüssig sind, ja, wo wir einfach sagen, es ist zu viel, ich kann mich nicht drum kümmern und ich gebe es einfach weiter in den Fluss des Lebens und konzentriere mich auf mich und auf meine Zukunft und auf die Zeit, die eben jetzt für mich anbricht. Ja, das hier ist auch nochmal eine Karte, die Vergangenes zurückbringen kann, damit du schauen kannst, ob das für dich in der Zukunft noch passt. Und wie gesagt, es kann sein, dass dir hier auch etwas zu viel ist und da darfst du selber entscheiden, wie du damit umgehen möchtest. Und hier habe ich noch den kalten Mond und der sagt, stell dich deinen Ängsten. Ja, auch wenn dir das vielleicht zu viel ist, setz dich mit deinen Ängsten auseinander, setz dich mit deinen Befürchtungen auseinander und schau, was dabei herauskommt. Ja, oft haben wir da einfach auch noch was von zu lernen. In Phasen des rückläufigen Merkur. Dann schauen wir in diesen vierten Bereich. Das ist etwas, was vernachlässigt wurde und neu belebt werden darf. Hier haben wir den Ritter der Stäbe. Und der Ritter der Stäbe, der ist leidenschaftlich. Ja? Der geht einfach voran, der macht sein Ding. Der lässt es auch nicht zu, dass sich irgendetwas ihm oder seinen Plänen in den Weg stellt. Und darunter haben wir den Buben des Feuers, ja. Dieser Bereich kann oft persönliche oder berufliche Verpflichtungen betreffen und ich würde sagen, du lernst hier einfach wieder mit mehr Leidenschaft zu sein, mit mehr Leidenschaft zu arbeiten, hast einfach mehr Schwung im Leben und das ist etwas, was dich eben auch erfolgreich macht, ja, dass dir die Dinge gelingen. Und dann habe ich hier noch das Mitgefühl. Und Mitgefühl dürfen wir vor allem auch für uns selbst haben, ja? Vor allem dann, wenn die Dinge eben mal nicht laufen, wie sie gelaufen sind, wenn wir mal einen Durchhänger haben. Aber ich würde sagen, dass dieser Durchhänger hier jetzt beendet wird und du wieder die Kraft findest, nach vorne zu gehen und deine Ideen in die Tat umzusetzen, weil das hier einfach ein Bereich ist, der wiederbelebt werden darf. Und dann schauen wir noch in die fünfte Karte, Regeneration. Das ist etwas, was heilen und sich erholen darf. Und ich habe hier deine Intuition. Ja, das, was heilen und sich erholen darf, ist so dein inneres Fühlen, dein inneres Wissen. Vielleicht auch deine Suche nach dem Weg, nach dem Sinn. Und ich habe hier nochmal die 20, die Karte, die auch schon hier liegt, den Ruf. Ja? Also es geht hier in eine neue Zeit und für mich fühlt es sich so an, als ob die Dinge sich jetzt ganz von selbst entwickeln und du gar nicht mehr so intensiv nach den Dingen suchen musst, sondern dass sie mehr so von selbst zu dir kommen. Und das hilft dir, einfach so dein Gefühl, dein Spüren, dass sich das erholen darf. Und ich habe hier den Unkaid für dich und er sagt, lebe in der Gegenwart, sei in der Gegenwart, sei mit den Dingen, die um dich herum sind, sei präsent in den Dingen, die um dich herum geschehen und dann bist du mit dem Kopf gar nicht so sehr in der Vergangenheit oder in der Zukunft und musst dich auch nicht so anstrengen, ja, über die Dinge nachzusinnen, die kommen oder versuchen, den Weg zu finden. Sei im Hier und Jetzt, sei mit dem, was um dich herum ist und das ist für den Widder in dieser Zeit auch schon eine ganze Menge. Ja, lieber Widder, soweit ein Blick in die Karten für dich, für diese Rückläufigkeit des Merkur. Ich hoffe, die Legung war dir hilfreich. Ich freue mich riesig über Likes und Kommentare, wünsche dir eine gute Zeit.
Alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Und natürlich gibt es auch die Möglichkeit, meine Arbeit und diesen Kanal hier mit einem Kaffee zu unterstützen. Da freue ich mich wahnsinnig drüber und es hilft mir dabei, diesen Content hier weiter fortlaufend kostenfrei anbieten zu können. Den Link dazu findest du unter dem Video und ich sage herzlichen Dank und alles Liebe.